Wir machen noch ein zweites. Hat sich verirrt. Achso, da dort unten will, ne? Falls man noch Furo Dingsbums haben. Und da gab es nicht auch diesen Katamaran, wo mehr reinpasst. Ja, wenn die nicht so langsam wären, ne? Wenn die nicht so lang... Hier können wir bestimmt auch nochmal eine dritte fahren lassen. Komm, dann schicken wir gerade nochmal eine hinterher hier. Dass hier vier Schiffe unterwegs sind, die müssen nochmal ein bisschen Umsatz machen. Die Menge an Passagieren, muss man ganz klar sagen, die gibt das her. Dann lassen wir von unten nochmal eine fahren. Vier Schiffe und dann hoffe ich mal, dass das alles so dann sich positiv auf den Schiffsumsatz auswirkt. Die Passagiere machen schon ein bisschen Gewinn, aber die müssen natürlich auch jetzt den Verlust von den anderen mit ausgleichen, ihr wisst das ja. So, was haben wir hier? Furosaki Hafen. Oh, da sind 3000 Passagiere drin. Wo fährt denn der hin eigentlich? Uihara Boya, da drunter. Ach, das ist die Strecke. Ich glaube, da kann man auch nochmal locker... Achso, wir müssen natürlich gucken, ob sich das überhaupt lohnt hier oben. Oh doch, das lohnt sich. Halt. Ich glaube, hier könnte man jetzt von dort oben auch nochmal gleich mal eine losfahren lassen. Ich glaube, hier eine Verstärkung des Schiffes, Schiffsverkehr. Ich glaube, das lohnt sich ganz frei nach Herbert Grönemeyer. Ich will mehr Schiffsverkehr. Na gut, das mit dem Hafen, ja, das wird, finde ich, wirklich bald mal durch. Ersetzt hier. Das läuft aber noch. Das überrascht mich, dass das hier noch läuft mit dem Schiff und dem Eisenerz. Das ist wirklich, also, überraschend. Hier haben wir noch einen Hafen mit vielen Passagieren. Mal kurz die Sitzposition korrigieren hier. Achso, warte mal, ich kann ja auch einfach filtern nach. So. So, wo wollen die hier hin? Wenn die Bewertung ist ja auch schlecht. Ach, das ist so ein Katamaran. Ach, der fährt hier rüber einfach. So, was hat der Hafen angeboten? Ja, das lohnt sich. Na gut, der Katamaran, da kann es auch ein paar mehr Leute ansacken. Aber ich denke mal, auch hier ist einfach mal eine Kapazität für noch zwei weitere Schiffe da. Bin mal gespannt, ob wir damit den Schiffsverkehr vielleicht mal in den positiven Bereich bringen. Und ob die jetzt... Na gut, hier ist viel los und wenn halt die... drei Schiffe, das ist im Prinzip eine Drittelung des Taktes. Also ja, jetzt haben wir 8 Millionen Verlust. Bin mal gespannt, wenn die anderen Schiffe in Betrieb gehen, ob sich das dann... ob man es dann sieht, wenn die mal so ein Jahr gefahren sind. Ob der Verlust weniger ist. Hier lohnt sich's nicht so. Aber die Städte hier, die haben ganz schön die Inseln schon in Beschlag genommen. Das ist schon mal top. Hier sind wir 1000 Passagiere drin. Wo fahren die hin? Nach Nagayama? Das lohnt nicht, hier unten noch Schiffe fahren zu lassen. Aber hier nach Takai. Das könnte sich lohnen. Na gut, ob das jetzt wird. Ja, das ist eine lange Strecke. Wo ist denn das Schiff gerade unterwegs? Hier. Nein, ich wollte bitte mit
bitte mit, geteilten Strecken. Takai Hafen ist der Start. Ne, das wird dann Hayamamoka Hafen. Und dann lassen wir hier nochmal inne fahren. Na gut, der meint ja hier auch jetzt nicht wirklich Wachstumsmöglichkeiten auf diesem kleinen Inselfurzstück hier. Ich könnte höchstens ja, das kommt gleich wieder. Bloß denen mal die Chance geben, dass die vielleicht ja auch nochmal in zwei Häuser hinbauen, damit die das dann im Einzugsbereich von dem Hafen sind, oder? Doch, werden sie dann. Gut. Also wollen wir mal ein paar Häuser hin, bitte. Genau, da haben wir jetzt den Schiffsverkehr ausgebaut. Wie gesagt, müssen wir mal ein Jahr abwarten, ob die Gewinn machen, ob die dann so ein bisschen in den grünen Bereich kommen. Sofern die überhaupt das innerhalb eines Jahres schaffen, die Strecke. Das ist ja gerade die Frage dann. Aber da alle hier irgendwie bei den Passagieren im letzten Jahr, na gut, nicht alle, Gewinn gemacht haben, denke ich mal. Warten wir gleich mal, bis das Jahr vorbei ist. Und dann gucken wir mal wieder, wie das aussieht mit wirklich eine sehr schlechte Bewertung hier, die hier haben. Dann gucken wir mal, wie das aussieht mit dem insgesamt Geld. Guck mal, jetzt bauen die ja schon hin. Hat sich das schon gelohnt, die Insel zu bebauen, zu planieren? Sehr schön. Wie sieht es eigentlich bei den Passagieren aus? Oh, ich glaube, da könnte man auch noch beliebig. Ihr könnt es wahrscheinlich noch so viele Flugzeuge bauen. Oh, da sind wir bitte ins Depot zur Reparatur hier. Mit so einem 61 Jahre alten Flugzeug. Das ist ja Wahnsinn. Bitte einmal erneuern. Das kann man den Leuten doch nicht anbieten. Außerdem würde ich hier gerne noch ein zweites Flugzeug in Betrieb nehmen. Weil hier ist so viel drin, da lohnt sich das auch, ein bisschen mehr zu befahren. Aber Flugzeuge ist ja sowieso kein Thema mit dem Gewinn hier, wie ihr seht. Post. Achso, nehmen die eigentlich auch von sich aus Post mit? Vielleicht können wir höchstens den Postverkehr noch mal ein bisschen ausbauen, aber ich glaube, das scheitert an der Reichweite, ne? Dampflok? Ach, tatsächlich, wir hatten eine Dampflok noch gebaut. Gleich mal gucken, was die überhaupt für. Wo sind die gerade? Achso, ich kann auch einfach hier anklicken. Dampflok macht Verlust 1 Million. Oh, das ist ein ganz schönes Zuschussgeschäft. Eieieiei. Passen da bloß 12 Leute rein in den Passage, in den Hänger? Ja. Vielleicht sollten wir mal größere Waggons anpacken. Was haben wir da eigentlich so? Ich glaube, da müssen wir echt mal upgraden. Ohne dass dadurch der historische Charakter der Eisenbahn kaputt geht, natürlich. Vielleicht nehmen wir auch mal eine schnellere, die ein bisschen schneller fährt. Gucken wir uns gleich mal an, wenn die im Depot ist. Aber jetzt gucken wir gleich mal, wenn das Jahr vorbei ist, einfach mal an Gewinn. Ja, ziemlich schlecht im letzten Jahr, weil wir haben ja doch einiges. Oder Zugbetriebskosten, die hauen rein. Züge machen Gewinn. Flugzeuge auch.
An sich ist alles ein Gewinn. Gucken wir uns mal den Gesamtwert an. Bei den Zügen ein fettes Verlust, ein fetter Verlust. Eisenerz macht Verlust, Getreide macht Verlust, Gewinn, Holz macht Verlust, 15 Millionen Kohle, 31 Millionen Öl, fast 100 Millionen, Passagiere mit 58 Millionen im Gewinnbereich, Post hat aber mal Gewinn gemacht, war das nicht so? Oder waren das bloß die LKWs? Ich muss die Poststrecken kürzen. Shinkansen macht 20 Millionen Gewinn, Stahl macht Verlust, Vieh macht Verlust und Wertsachen macht Verlust. Bei den Fahrzeugen, Eisenerz macht Verlust, Getreide macht Gewinn, okay, Holz macht Verlust, 4,5 Millionen Kohle macht 7 Gewinn. Letztes Jahr Kohle, 500.000 Gewinn, Öl, 2 Millionen Gewinn, Passagierbusse, 12 Millionen Gewinn, die Straßenbahn, 1 Million, Post, 10,5 Millionen und Vieh, 367.000. Bei den Schiffen, oh, Gewinn letztes Jahr. Na gut, die müssen wahrscheinlich, wie gesagt, erstmal eine Runde fahren hier. Eisenerz, Verlust, Verlust, Ölverlust, Passagiergewinn. Ich bin gespannt, wenn wir noch einmal ein Jahr durch haben und die ganzen neuen Schiffe mal eine Runde gefahren sind, ob dann der Gewinn runtergeht. So, bei den Flugzeugen, ja, 84 Gewinn. Und die Post macht 12 Millionen Gewinn nur. Wald im Depot. Jetzt können wir mal die Lok hier mal umbauen. Wo ist denn das Depot hier? So, ein bisschen schneller und größere Wagen. Ja, den Standardwagen. Ja, ne? Gucken wir erstmal nach einer Lok an. 85 gibt's ja eh, ne? Mit Tender. Die schnellste Dampflok ist 110. Das ist mir einfach zu schnell. Dann nehmen wir einfach mal die hier mit 85. Wie gesagt, ein leichtes Streckenupgrade ist das nur. Die schmeißen wir gleich mal weg hier. Der historische Charakter der Eisenbahnstrecke soll erhalten bleiben. Daher nehmen wir die Standard- oder die Stahlwagen. Da gibt es auch verschiedene Bemalungen, die aber nichts ausmachen. Guck mal, den blauen Wagen, das sieht cool aus. Kann ich da noch ihn dran packen? Ja. So, es ist die Strecke hoffentlich ein bisschen effizienter, weil die schneller sein kann und auch mehr Leute einlädt.